Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Ghostmaster. Beim letzten Mal haben wir die Villa freigespukt und ja, mehr oder minder dafür gesorgt, dass wir ja, halt einen weiteren besonderen Geist dabei haben. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir machen weiter. Momentan ist Internetausfall nämlich bei uns und ich kann halt momentan nichts machen, außer sowieso aufnehmen. Weil für gewöhnlich, wenn ich schon massiv vorproduziert habe, und das habe ich aktuell, sage ich mir eigentlich für gewöhnlich, okay, ich gucke halt Sachen, mach dies und jenes und nein, jetzt momentan kann ich nur sagen, ist es halt wieder das, weil ich. Ja, das Pech habe und muss sagen, ab dafür und selber was machen, um mir die Zeit zu vertreiben. Nevermind, wenn das Internet nicht zurück ist, muss ich an den Router und den resetten. Das wird auch nochmal lustig. Also wieder neu starten, USW. Aber gut. Ich würde sagen, ich guck mal, was uns jetzt bei Cremetopf und Besenstiel erwartet. Und danach kommt Phantom des Operationssaals. Aber erstmal, wie gesagt. Okay. Anscheinend haben wir es mit einem Hexenzirkel zu Diese tun. unsäglichen Studentinnen von Kappa Lambda treiben es wirklich zu bunt. Wir würden dies an sich geflissentlich übergehen. Doch seit einem erfolgreichen Schlag gegen die Verbindung Alpha Tau sind die Mädchen verdächtig vorsichtig geworden. Um sich gegen künftige Angriffe aus der Geisterwelt zu wappnen, haben sie drei junge Hexen bei sich aufgenommen. Man muss den Sterblichen klar machen, dass sie sich gegen uns nicht schützen können, und zwar schnellstens und in aller Deutlichkeit. Vertreibe die Hexen aus dem Verbindungshaus. Okay, ich sehe schon, die haben so eine Art Aura um sich. Aber auch nur solange sie da in diesem komischen Bereich sind. Mal sehen, was wird mir denn empfohlen? Okay, ich bin fasziniert und schockiert zu gleicher Zeit, Vertreibe Maßen. die Hexen aus dem Verbindungshaus. Mal sehen, was uns diesmal so erwartet. Hatte ich hier nicht irgendwo einen gesehen? Ach nee, das war noch eine Etage tiefer, ne? Okay, einen haben wir auf jeden Fall. Unverschämte Gören! Ich, ein Salamander des edlen Feuers, ließ mich herab, ihrem Ritual persönlich beizuwohnen, weil sie mich als Schützer des Südens anriefen, und man straft mich mit Missachtung? Sie vergaßen, mich zu entlassen, und nun bin ich an dies Kohlebecken gebunden, solange das Feuer brennt. Okay, solange das Feuer brennt. Muss ich doch noch mal gucken, wo die anderen zwei sind. Weil ich war mir relativ sicher. Oder sind alle im Keller? Naja. Kraft nur für Sterbliche und dann die Kraft Blut. Geht leider nicht. Regen. Gut, das geht. So. Beben will ich. Geht aber auch noch nicht.
Bin ich jetzt nur kurzsichtig oder? Ich glaube, ihr merkt, dass ich gerade ein bisschen irritiert bin, weil ich nicht die anderen finde. Ah, hier. Hey, Alter, bin ich froh, dich zu sehen. Guck dir mal die dämliche alte Funzel an. Voll retro, eh? Die durchgeknallten Voodoo-Hühner von unten haben mich aus Versehen hier eingesperrt, als sie sich diese Schutzkreis-Dings da zusammen fantasiert haben. Ich brauche irgendwie eine fette Ladung Saft, um da rauszukommen. Hm. Das wäre doch was für ihn hier. Die Hexen sind schutzlos, da ihr Kreis durchbrochen wurde. Es ist an der Zeit, zuzuschlagen. Hätte das. Da bin ich echt kurzsichtig, dass ich den dritten nicht im Bunde finde. Tja, das ist halt auch das Blöde, wenn man die halt nicht anklicken kann. An der Seite. Dann sucht man sich einen Ast. Naja, never mind. Dann lasse ich mal eine Runde beben, ne? Huh?
kennen, Leute. Ja? Warte. Wir verordnen euch da. Ich bin neu gefällt. Aber Arde. Wie ich mir halt gerade echt so einen Ast absuche, Leute. Ich weiß halt nicht, wo der dritte im Bunde sein soll, der dritte Geist. Und guck mir halt deswegen hier alles Mögliche zurecht. Okay, eine Person habe ich schon rausgespukt. Zwei Leute habe ich schon rausgespukt. Drei Leute habe ich rausgespukt. Aber ich schaffe es halt nicht, die zu befreien, bin ich ganz ehrlich gerade mal. Ich danke dir, gütiges Wesen. Obwohl ich sterblich nie mehr zu Willen sein möchte, werde ich deine Sache unterstützen. Okay. Das ist doch schön. Okay, Keller ist definitiv leer. Kann ich gucken, wie ich lustig bin. Ah.
Dachte jetzt aber, nee. Leider nicht. Ach. Ich bin irgendwie voll abgedreht. Ich bin irgendwie wie im Spiegel, sag ich mal. Und ich übe, wie man ein Geist ist und so. Und dann probiere ich das mit dem Klonen, ja. Und das kriege ich irgendwie voll nicht hin, ja. Vielleicht ist es die Frisur, ja. Vielleicht sollte ich mit was Leichterem anfangen. Dann könnte ich es irgendwie voll hinkriegen. Okay. Ich brauche jemand Leichteres zum Klonen. So von der Frisur her, weißt du? Okay, das heißt, ich habe mir schon mal eine Möglichkeit versemmelt und das heißt, ich müsste eigentlich nochmal neu starten, Leute. Okay, wir haben sogar einer der Hexen verscheucht schon. Oh!
Okay. Also ich werde das nochmal machen müssen, Leute. Das heißt, wenn ich hier quasi durch bin, im nächsten Part dann nochmal. Aber vorher wahrscheinlich mit genauem Betrachten, wie man das anstellt. Weil ich habe ja nicht mal den hier frei bekommen bis jetzt. Okay. Ja. Was soll ich da noch zu sagen? Okay, also rausgespuckt haben wir sie auf jeden Fall, die Leute, aber ich habe halt nicht die Lösung gefunden, wie ich die anderen zwei befreie. Aber einen befreie ich auf jeden Fall mit Sturm, das habe ich ja gemerkt. Eventuell muss ich mir wieder einen Guide geben. Ich muss mal gucken. Not
Die hält echt lange durch, muss ich sagen. Aber jetzt war es auch ihr Ende bis dato. Gut, rausgespuckt und einen Geist befreit. Im nächsten Part geht es dann darum, alle zu befreien. Dafür meine ich, ich habe ein Problem. Ohne Internet wird es schwierig nachzugucken nach einem Guide. Gut, dann muss ich mir da was einfallen lassen, um die anderen zwei auch noch zu befreien. Aber das machen wir im nächsten Part, Leute. Das machen wir im nächsten Part. Von daher würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Dranbleiben und würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao. Tschüss.